Ganz kurz Sekunde. Gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also nochmal sorry von meiner Seite, dass wir immer nicht wissen, wer da jetzt gerade on stage ist. Im Chat rasten die Leute bestimmt aus und spammen die ganze Zeit, wer da jetzt gerade ist. Ja, wir sind noch relativ neu in der Szene, aber wir geben unser Bestes. Ich hoffe, euch gefällt es, Leute. Jojo, alles gut. Vision versorgt sich gerade mal getränkemäßig. Und die Location hier ist halt wirklich so cool. Ich habe es vorhin gesagt, über 6 verschiedene Stockwerke. Und wie ihr sehen könnt, hier ist halt mehr so Zuschauer halt die ganze Zeit. Ich glaube, da hinten sind auch noch so 2 kleine Setups. Da drüben steht auch noch eins. Aber ansonsten verteilen sich die Setups halt durch das ganze Haus hier. Also hier geht so eine Wendeltreppe runter. Und dann im ersten Stock unten gibt es verschiedene Räume so. Da ist auch der TO-Desk. Und da gibt es ganz viele verschiedene Räume, wo Setups stehen. So. Also man ist nicht, was ganz cool ist, es ist nicht alles so geballt in einem Raum. Was auch klimamäßig ganz angenehm ist hier, weil jeder, der schon mal auf einem Smashfest war, der weiß, die Luftqualität lässt manchmal doch sehr zu wünschen übrig. Und ich glaube, das war alles, was ich dazu sagen wollte. Ich kann den Chat leider nicht sehen so irgendwie, würde gern ein bisschen interagieren mit euch, kann ich leider nicht so. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und jetzt geht's weiter, glaube ich. Gucken wir mal. Da kommt ein Purple Age angerannt. Was geht, Brody? Was geht ab, Mann? Diesen Kerl habe ich seit 5 Jahren oder so nicht mehr gesehen. Wir sehen uns gestern und es ist einfach nur nice. Und das ist... Auf einmal ist er einfach da. Ja, weggegangen, Platz vergangen, Alter. So läuft das halt. So läuft das halt. Was geht? Du wirst gemocht. Ich werde gemocht? Oh, wie schön, wie schön. Dankeschön. Ja, sehr schön. Das freut mich. Ja, cool. Ja, Commentary so, okay. Ist halt auch wichtig für ein cooles Event. Ja, auf jeden Fall. Was geht auf Deutsch kommentiert? Ja, natürlich. Also. Was geht, Purple Age? Was geht, Fabi? Was geht, Mann? Wie gefällt dir das Event bisher? Event ist natürlich super. Galyptus Cup macht immer einen super Job. Vor allen Dingen diesmal haben wir auch extrem viele Setups da. Ja, habe ich gesehen. Ja. Also zumindest gehört. Gehört, wir haben extrem viele Setups hier. Also. Ich bin direkt hier hingerannt, als ich ankam. Plötzlich kommentiere ich und dann machen wir das auch. Also wir haben Suishomaru gegen Swoo. Die Sache ist halt, Zelda, ein Charakter mit sehr vielen guten Zoning-Tools. Ja, definitiv. Lucha, also warum sage ich Lucha? Heißt es Lucha-Litten? Lucha-Litten. Ich muss mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Ey, ist früher Askwolf. Ja, genau. Ja, richtig. Aber hier. Lucha-Litten, glaube ich. Lucha-Litten. Egal, jetzt. Ja. Also. Swoo mit Incineroar. Incineroar hat eigentlich extrem große Probleme reinzukommen. Aber wie wir sehen... Er macht hier im Neutral aber im Moment alles richtig. Schöner Dash Dance, um die Fair auszukontern. Das ist halt das Neutral einfach, ne? Incineroar, ein sehr stationärer Char. Mhm, aber wenn er halt im richtigen Moment das Spacing wahrt, kann er halt den Gegner komplett auskontern. Ja, genau. Und die Sache ist halt, sobald Incineroar einmal drin ist, hat es auch einen sehr großen Effekt. Definitiv. In dem ich hasse seine Side-B. Wirklich. Das ist so übel. In so vielen Szenarien so ein guter Move. Und schöner Two-Frame, also wirklich grandios. Ich habe es gerade gestern gesagt, wenn man dieses Two-Framing, das Timing drin hat, das verbessert so das komplette Gesamtbild deines Gameplans so dermaßen. So ein wichtiges Tool. Ja, natürlich. Ich meine, dadurch kannst du dein Disadvantage enorm ausbauen und einfach den Gegner forcen, Knöpfe zu drücken. Weiß ich, auch an der Edge zu zeigen, Alter, du bist nicht sicher, egal wo du bist. Richtig, genau. Ich mach dich fertig, Alter. Genau. Und das sind halt, ich habe das Gefühl, dass viele Spieler das noch nicht so ganz implementiert haben beim Edge Garden. Aber Swoo macht einen super Job. Mir ist das Timing da auch einfach noch nicht so ganz bewusst. Ich versuche es ganz oft, aber ich habe wirklich bisher einmal hat das geklappt. Ein einziges Mal. Und ich verstehe es noch nicht ganz einfach. Ja, aber du weißt, wie viele Frames du hast dafür, oder? Ja, ich glaube, es sind etwas mehr als einer und ein bisschen weniger als drei. Genau. Ja, also das habe ich schon mal gelernt. Ja. Okay, für Glücksknills, also Sui, schon mal, wo sie jetzt gerade verhältnismäßig besser aus als am Anfang. Ja. Hat jetzt ordentlich Damage gerackt und schöne F-Smash, hat immer noch sehr viel Knockback. Ja. Krass. Das ist auch eine Sache, du gerade als Melee-Veteran kennst das bestimmt. Ja. Durch Herumdashen, Foxtrotting lässt sich enorm oft eine Dash-Attack baiten. Ja, auf jeden Fall. Sui hat natürlich was gemacht und
finde es auch sehr schön, dass Dash Attack hier wieder so ein legit Tool einfach ist. Ich glaube, in Smash 4 konnte man das nicht so einsetzen. Foxtrotten vielleicht? Foxtrotten vielleicht. Aber halt Dash Dance selbst nicht so, oder? Dash Dance gab es da gar nicht, finde ich. Aber Foxtrotting natürlich. Mhm. Und du hattest nicht so die Möglichkeit, Dash Attacks zu baiten dadurch. Aha, aha. Aber jetzt hier, das ist ein viel schnelleres Spiel im Insgesamten einfach und da hast du einfach... Oh, schade, schade. Die Edge von Pokémon Stadium hat die Recovery leider ein bisschen kaputt gemacht von Zelda gerade. Unglücklich. Unglücklich. Also ich bin gerade sehr beeindruckt von Swoo. Swoo ist ein Smash 4-Spieler gewesen, der nicht allzu... gute Results hatte. Aber von dem, was ich gerade sehe, merke ich, dass dieses Fundamentale, was er mitgenommen hat aus Smash 4, zeigt sich definitiv. Und das ist ja das Schöne, habe ich mit Tsuna eben auch drüber geredet. Ja. So Sachen wie Neutral überträgt sich halt von Smash-Titel zu Smash-Titel in gewisser Weise. Du kannst immer was mitnehmen und die Erfahrung, die du hast, geht nicht einfach verloren. Darüber haben wir gestern eine Stunde, glaube ich, philosophiert. Voll nice, Mann. Gestern noch eine Stunde philosophiert. Das stimmt, das stimmt. Ja, das ist gerade das Schöne. Man kann so viele verschiedene Dinge aus den einzelnen Spielen mitnehmen. Also, und Ultimate führt alles so ein bisschen zusammen. Das ist wirklich, es ist hammermäßig. Es führt wirklich einiges zusammen. Also ich sehe so viele Aspekte, die es in Melee gibt. Ich sehe so viele Aspekte aus Smash 4. Wenige Aspekte aus Brawl. Und das ist... Ja, Snake ist immer da. Also immerhin ist Snake immerhin da. Immerhin. Tsuna meinte eben auch, so ein paar Sachen aus Brawl sind auch, also kann er unterscheiden quasi. Kann er unterscheiden. Also mir fehlt die Brawl-Experience komplett, deshalb kein Experte. Klar. Aber im Großen und Ganzen werden viele Sachen zusammengetragen. Und ja. Tsuna behält hier die Führung bei und jetzt kommt genau das, was ich gesagt habe, diese Side B, die so einfach schön. Oh, wirklich, das ist halt einfach... Es hat einen Effekt, so. Also wirklich, man trifft es und man denkt sich einfach, BAM, Junge! Ja, Mann, es geht so durch Mark und Bein und das spürt der Gegner auch so. Genau. Definitiv. Das sind auch solche Tools, die, also wenn ein Charakter solche Tools hat, dadurch, also generell, Incineroar hat ja diese Downbeat-Mechanik, wenn man getroffen wird, dann ist er natürlich stärker. Und das ist halt dann auch so dieser psychologische Aspekt hinter Smash. Richtig. Leute haben Angst davor. Mhm. Leute haben Angst davor und was ist die natürliche Reaktion, wenn man Angst hat? Man geht ins... Schild, genau. Richtig, ja. Genau. Also defensiv auf jeden Fall. Oder man geht in die Ecke. Oder man geht in die Ecke. So oder so, man beschränkt sich selbst auf die Option, die man hat, quasi. Deshalb muss man immer schauen, also es ist, da gehen wir jetzt halt in diese ganzen psychologischen Aspekte von Smash, Mindset-mäßig. Ja. Und man darf sich nicht zu sehr... Richtig. Also ich meine, gerade im Einsteiger-Level muss man erstmal gucken, dass man seinen Char richtig kontrolliert und dass man weiß, wie viel Schaden, was für Attacken machen, was es für Kombo-Möglichkeiten gibt. Mhm. Aber dieses Mental-Game wird dann, umso länger man dabei ist und umso besser man auch wird, desto wichtiger wird das. Genau, es wird wirklich später im Late-Game, wird eine tragende Rolle spielen. Also gerade auch in Turnieren, je länger spielst, je mehr Sets du spielst, das wird anstrengend und dann musst du mental einfach on point sein. Du musst composed bleiben und deshalb ist bei sämtlichen Trash-Talken Hungrybox auch sehr, sehr zu respektieren. Der beste Melee-Spieler der Welt mit Pummeluff, der es immer wieder schafft, Sets zu klatschen, obwohl er im letzten Stock hinten liegt und ist einfach, also so von der Mentalität bin ich da einfach immer extremst beeindruckt. Wirklich. Wie ruhig so jemand auf so einer Stage, wo 10.000 Leute online 100.000 Leute zuschauen und wie jemand so fokussiert bleiben kann und seine Emotionen nicht wirklich aber ihn übermannen. Er lässt die aber raus, natürlich, wenn er gewonnen hat. Natürlich. Das finde ich dann auch so schön anzusehen. Ja, und das kritisieren dann viele, was ich dann auch, Das wäre auch ein anderes Thema. Back to the game. Anyway. Wir haben ein ganz anderes Matchup jetzt. Schade eigentlich. Also ich guck gerne Lucha Litten zu. Also Incineroar gerne zu. Aber diesmal sehen wir Inkling gegen Mega Man. Zu Inkling kannst du was sagen. Ja, natürlich. Klar. Ich finde es traurig, dass alle den Purple spielen und nicht den Gelben. Aber gut, damit bin ich der einzige Gelbe, wie es aussieht. Bisher jedenfalls. Shoutouts an alle gelben Inkling-Spieler da draußen und an alle Inkling-Spieler sowieso. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir heftige Resets. Das ist so sehr wie Rassentrennung hier. Das kann ich hier nicht befürworten. Oh verdammt, ich sollte vielleicht nicht so selber Farbe sprechen in dem Zusammenhang. Ja, anyway.
Ja, wir sehen bisher, ausgeglichenes Matchup ist natürlich für beide jetzt auch nochmal komisch. Also, ne, Counterpick auf einer Seite wird gecounterpickt irgendwie. Mal gucken, was jetzt passieren wird. Ja. Mega Man hat natürlich sehr, sehr starke Zoning-Tools. Die, sein Leaf-Shield ist ganz furchtbar. Wirklich, wirklich. Also, ein Midrange ist... Schön F-Smash! Oh, ich liebe hat das diese gewusst. Confirms. Hat das, ja, ich auch. Allerdings. Da hat das gewusst. Jetzt ein schöner Back-Throw, weil Up-Throw ist, dafür hat... Mega Man 4 zu 4%. Ja. Ah, du kennst die Prozente dafür, okay. Ja, richtig. Die habe ich die letzten Wochen ein bisschen gelappt. Und ich könnte, wenn ich jetzt auf mein Handy schaue. Dann mach das doch. Genau, mal gucken. Ja, komm, dann mache ich das mal. Also. Einfach nur, um mal zu schauen. Also ich finde, Inkling hat halt ein extrem starkes Kit. Gerade also, was viele Leute, wenn sie Charaktere beschreiben, dann erzählen die immer von Frame Data. Mhm. Dann erzählen die von Knockback. Dann erzählen die von Hitboxen und all so Kram. Also ein Kram. Ich weiß genau, aber was du meinst. Was ich halt wesentlich finde bei Charakteren ist die Hurtbox. Ja. Hatten wir eben gerade auch mit Pokémon Trainer. Ja. Was für ein Riesenunterschied das ist, ob du mit Shiggy oder Glurak agierst. Natürlich. Da auch wieder nicht nur, was sie für Attacken haben, sondern schlichtweg, du triffst Shiggy dann teilweise nicht. Genau. Mit, und du musst deine Aerials ganz anders spacen, musst ganz anders umgehen mit dem Gegner. Genau, und das ist halt die Sache, was auch sehr oft unterschätzt wird. Und wenn ich mir so den Dash angucke von Inkling, was ja was sehr Interessantes ist, du kannst durch manche Projektile einfach mit dem richtigen Timing unterdashen. Ja. Und das können die meisten Charaktere. So gut wie alle Charaktere können das nicht. Und demnach ist das also auf jeden Fall ein enormes Tool, was Inkling da eigentlich hat. Ja, also es ist aber auch begrenzt in seiner Funktionsfähigkeit, weil Inkling kommt ja, also im Initial Dash, wenn du einmal nur in eine Richtung flickst, dann bleibt er ja unten. Aber wenn du danach weiter rennst, kommt Inkling ja wieder so ein bisschen rausgesprungen, weißt du? Genau, richtig. Und dann ist er halt doch wieder auch sehr gut zu treffen, also ganz normal. Ich habe das gerade gegen Mega Man ein bisschen gelappt. Ich habe nämlich am Anfang, ich habe nämlich auch selbst in Osnabrück gegen Pat Matt, Shoutouts an ihn, Probleme gegen seinen Mega Man und habe gedacht, ich guck mal. Bimberry und schöne F-Smash. Und ich wollte mal schauen, unter welchen Projektilen von Mega Man man eigentlich so durchdashen kann. Und ja, ich habe leider nur gemerkt, dass man unter den Lemons durchdashen kann. Was heißt nur? Also das ist ja, schon aber Mega Man schießt meistens mehr als ein Lemon und dann bist du später vom zweiten getroffen. Leider, also F-Smash, auch das Metal Blade ist leider alles und auch die Klebebombe, die er schießt, sind leider alle zu tief, als dass Inkling da durch könnte. Ja gut. Gut, das ist dann auch sehr Matchup-spezifisch, was sich eigentlich gerade auch sehr anbietet. Aber man muss auch dran denken, das Rechargen der Tinte. Ja, das da weicht man aus. Da weicht man tatsächlich aus. Also das ist halt auch so eine Sache. Ist auch ein sehr schönes Tool, um den Gegner ein bisschen zu verwirren. So, und bisher macht Sushimaru das sehr gut. Hat jetzt den leichten Vorteil. Mit 130% geht jetzt Upthrow up eher nicht mehr so gut. Geht wieder auf den Roller, lädt sogar die F-Smash ein bisschen auf. Sehr schön. Wurde jetzt von der Klebebombe getroffen, könnte sie shielden, macht es nicht. Aber guck doch mal, wie elegant Melotic da aussah gerade. Ja, sehr elegant. Also schön, wenn ich das Match kommentiere und du die Landschaft beschreibst. Mir sind halt die schönen Dinge im Leben wichtig. das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr schön. Das darf man nicht vergessen. Auch nicht bei Smash. Auch nicht bei Smash, Leute. So, Mega Man muss jetzt schauen, dass er das eventuell doch nochmal aufholt. Versucht es mit sämtlichen Sachen, die er schmeißen kann. Aber Sushimaru ist sich sämtlichen Approaches bewusst, wie es aussieht. Ja, also geht sehr gut auf Abstand. Es sieht aus, als ob er das Matchup im gewissen Maßen verstanden hat. Also ja, der Roller ist halt auch sehr einfach zu punishen, wenn man ihn, wenn man ihn kommen sieht. Ja, das ist so eine Sache. Also das habe ich auch das Gefühl, dass einige Leute sich einfach so zu sehr auf diesen Autopiloten verlassen. Ja, und das dann, sich denken, okay, das ist ein krasses Tool, das benutze ich jetzt. Okay, es ist ein starkes, sehr starkes Tool, aber wenn gerade das macht es so offensichtlich. Richtig, ganz genau. Das ist auch wieder ganz typisch Smash-Community. Ganz am Anfang hat man gesagt, ja, der ist komplett broken. Wir brauchen das Spiel gar nicht mehr zu spielen. Nein, es gibt Counterplay. Doch gerade das ist doch die Sache. Gerade das ist doch die Sache. Genau das macht Smash aus. Ja. Leute beschweren sich über eine Sache. Oh, das ist aber stark. Ja. Aber das ist doch gerade der Punkt. Ja. Alle wissen Bescheid. Also wird es passieren. Also wird es Counterplay geben. Also wird, wird sich das Metagame entwickeln, dass Leute adaptieren. Genau, genau. So, hier jetzt aber wirklich, meine Güte. Also super knapp. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, kann man aus dem Leaf Shield
Convert. Man kann aus dem Leaf Shield, Leute, falls ihr das noch nicht wisst, wenn ihr das Leaf Shield habt mit Mega Man, könnt ihr taunten, während ihr das Leaf Shield habt. Oh mein Gott. Das ist eine der heftigsten Sachen überhaupt. Schön recovered gerade. Sehr schön mit dem Air Dodge. Auch wenn er nicht ganz safe ist, ne? Aber Sushi war nicht drauf vorbereitet. Sushi? Darf ich ihn nicht so nennen? Sushi, also ich finde Sushi also auf jeden Fall was Gutes im Leben. Also, wie gesagt, die schönen Dinge im Leben. Ja, die schönen Dinge im Leben. Verzeihung, ich meine, dass er gestern kurz mal den Tag oder so hatte. Nee, also, deshalb, also er wird jetzt für mich auch immer Sushi bleiben. Okay, alles klar. ja, gut, jetzt haben beide über 100%. Jetzt wird's super, super gefährlich. Meine Güte, was eine gute Plattform. Oh nein, er hat keinen Jump mehr. Krass, krass. Hat versucht Match. Mit dem Ariel. Damn, das war echt knapp. Jetzt 1-1. Mal sehen, ob wir jetzt wieder Character Switch erleben. Also ich denke, Wu will sich dieses Matchup, also Inkling, nicht antun mit Incineroar. Ja, also das ist doch schon zu eklig. Weil Incineroar ist einmal offstage und dann ist es halt safe vorbei. Und generell, schauen wir mal. Ich glaube auch generell, die Neutral Tools, die Inkling hat, die limitieren Incineroar einfach zu sehr und demnach ist es Quatsch. Du kannst halt sehr schön mit der Bär immer wieder rein und rausspringen. Ja. Muss nicht so viel committen, weil es eine so schöne disjointed Hitbox ist. Genau, das ist das. Also man kann sehr patient, sehr safe spielen. Du hast deine safen Tools im Neutral. Du spammst deine Back Air und forst dann halt Incineroar dazu, Fehler zu machen. Wie heißt Incineroar im Deutschen? Fuego, oder? Fuego. Hm. Fuego ist ein Dip. Tatsächlich. Ja. The more you know. Es sind die Kleinigkeiten, die einen glücklich machen. Wir kommen immer wieder drauf zurück, meine Damen und Herren. Hier lernen Sie Achtsamkeit. Achtsamkeit. Und auch ein bisschen was über Smash nebenher. Ja, ja, aber wie ihr seht, wir haben eine Menge Spaß hier. Es ist super cool, viele Leute von früher auch mal zu sehen. Stimmt. Neue Gesichter. Wenn ich so überlege, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Ewigkeit. Ja. Also und wie gesagt, wir haben uns jahrelang nicht gesehen. Fünf Jahre. Und, ja, mal. Also wir haben uns letztes Jahr ganz kurz gesehen. Ja, aber mein Gott, wir haben nur Hallo gesagt. Wir haben wirklich nur Hallo und Hallo nicht mal Tschüss gesagt. Hallo Fabi. Hallo Fabi und Tschüss. Ja. Und das war's. Ja, ja. Ja. Ja, manchmal, das also ist so ein bisschen Vor- und Nachteil bei solchen Events. Man trifft so viele Leute, aber man hat halt nicht immer Zeit, mit jedem zu zocken, mit jedem zu chillen. Das ist halt auch wirklich, das ist echt etwas, was mich auf Turnieren auch manchmal traurig stimmt. Ja, ja, ganz natürlich, also, natürlich. Du hast da halt so unzählig viele coole Leute. Und da möchte ich gerade das Publikum ansprechen. Leute. Ja, genau, die Überleitung wollte ich auch bringen. Ja, bitte sehr. Okay, danke. Aha. Leute, das ist eine unglaubliche Community. Es gibt so viele coole Menschen. Und wenn ihr jeden Tag Smash spielt und da so eine Leidenschaft habt, kommt vorbei zu einem Turnier. Es gibt wirklich, in jedem Bundesland gibt es ein Turnier. Es gibt Discord-Channel aus sämtlichen Bereichen von Deutschland. Ihr könnt locker Leute in eurer Umgebung finden. Und ich meine, online ist ja auch nice, ne, und so. Aber auf so einem Turnier zu sein, mit den Leuten wirklich abzuhängen und so, ist ganz was andere Atmosphäre. Ist wirklich ganz was komplett anderes. So. Ja. Und das ist jetzt ein Eintagesturnier hier. Es gibt ja auch Events, die über mehrere Tage gehen. Genau. Da hat man auch Zeit. Oh, sehr schöner Confirms. Oh mein Gott. Das ist genau das, wovon ich gerade auch sprach. Ja, genau. Jetzt, back to the game. Ja, richtig. Ah, das ist so mächtig, Mann. Boah, einfach die Close Einmal Line so ins Gesicht. Ja, aber es ist auch sehr gut zu punchen. Ja. Ist es. Wenn du es erwartest mit Inkling, dann gute Nacht. Ist es. Ja. Ja, Power of 69. Schade, hätte ich das nicht gesagt, wäre das Match eigentlich vorbei gewesen. Ein ganz toller Move. Du meinst der Lariat? Sehr eloquent. Ich meine den... Was ist das? Motorboating oder was? Nein, das ist eine Neutral V. Von wem? Von den Zero. Also der Lariat. Ja, keine Ahnung, wie der heißt. Larry, Henry, mir doch egal. Der von Zangief. Ja, genau, richtig. Der Lariat, genau, ja, bitte. Richtig. Okay, verstehe. Lass uns ihn anders... Oh nein! Unvorteilhaft. Unvorteilhaft, ja, so kann man es auch definieren. Aber ich habe... Oh nein. Also, oh, F-Smash, also, boom. Aber ich wollte gerade sagen, er hätte tippern müssen. Er hätte tippern müssen, ja. Meine Damen und Herren, die F-Smash von Inkling hat auch eine Tipper-Hitbox, die viel stärker ist als die Stiel-Hitbox. Und bei 130% von Incineroar hätte Sushi Mauri jetzt genug Zeit gehabt, den Pinsel zu tippern. Und der Stock hätte jetzt schon komplett weg sein können. Hätte, ja. Alle Prozente, die er jetzt bekommt, hätten nicht sein müssen. Das ist auch so eine Sache. Leute, bleibt ruhig und optimize, weil es sind so die kleinen Dinge, die man verbessern muss. Das
Hätte jetzt schon 25% erspart wahrscheinlich. Ja, ja, gucken wir mal. Der Stock ist noch nicht weg. Rage ist aktiv, jetzt. Aber das muss es jetzt sein. Ja. Jawohl, weg damit. Und weg damit. Aber das ist gerade, wie du sagst, so eine Sache, die man wirklich easy leveln kann. Du gehst in Trainingsmode, rollst einfach den CPU platt, er muss halt genug Prozent haben und dann übst du einfach den Confirm. Richtig gespaceden Confirm. Richtig, weil das ist eine Sache, das muss man einfach ein bisschen leveln zu Hause und dadurch werden die Ergebnisse besser, alles wird besser. Ich finde, ein ganz wesentlicher... Die Zeit muss man einfach reinstecken. Genau. Es ist halt auch ein wesentlicher Faktor. Je öfter du eine Sache machst, desto mehr Confidence kriegst du. Und ich denke, Selbstsicherheit in den Sachen, die du tust in dem Spiel, die sind enorm wichtig, einfach weil sie dir beim Decision-Making enorm helfen. Ja. Machst du eine Sache 1000 Mal, ist doch genauso wie in der Schule. Du lernst für verschiedene Prüfungen, was weiß ich, was es ist, Mathe, Russisch, Deutsch, wie auch immer. Spanisch für Anfänger, ja. Und... Du lernst und... Oh nein! Schön und... Oh nein. Das war aber unnötig, würde ich sagen. Also auf den Roller kann man schon reagieren. Oh. Aber natürlich in so einem Serious-Set, da spielen die Nerven eine größere Rolle als im Freeplay. Genau. Sushimaru jetzt wirklich auf dem Weg, hier das Comeback komplett zu holen. 2-1 ist doch noch zu reißen. Oh, muss sich was einfallen lassen. Der Lariat, der Der Stock muss jetzt... Da hätte er jetzt die Side-B zum Beispiel. Da hätte er die Side-B machen können. Was mich wundert, ist, dass Spoo so wenig Down-B benutzt. Also es gibt halt Szenarien, wo du weißt, okay, jetzt werde ich getroffen. Ja, ja. Zum Beispiel eine Landing-Aerial oder so. Ja, definitiv. Gerade gegen Inkling. Gerade gegen Inkling, mit den gespaceden Back-Airs. Mhm. Das ist halt auch so die Sache. Warum macht er nicht mal Down-B? Weil das ist eine erschreckende Sache dann. Richtig, ja. Ich hatte gerade mit Tuna das Gespräch auch über einfach die Mental Pressure, die du dann auf den Gegner setzt. Weil er weiß, oh, okay, jetzt muss ich höllisch aufpassen, was ich mache, weil eine Area macht 45%. Genau. Das ist ja auch so wie mit Clouds Limit oder sowas. Das ist halt ein enormer... Ich liebe diese. Das ist so schön. Und dieses Posing. So hat sich nochmal so richtig weggeklatscht. Oh, der Roller. Jetzt. Und, jawohl. Schön. Sehr stark. Das war wirklich gut. Sehr gut. Sauber. Okay, somit zieht Sushi... Das weckt dann Top 32 Loser-Side. Aha, sauber. Also, schön. Aber trotzdem dennoch, schöne Performance von Swoo. Also ich kann seine Entwicklung sehen von zwei Spielen. Stark, sehr. Was sehr hat er in Smash 4 gespielt? Mega Man und Marv. Marv auch noch, okay. Ja. Aha. Also auf jeden Fall schön zu sehen, dass man da Steigerungen sieht. Also Deutschland ja, wird ich, immer besser. Ich finde es auch nice, wenn Leute andere Charts dann auch mal probieren. So, ich finde es ein bisschen, also nachvollziehbar, aber ich finde es ein bisschen schade, wenn jemand, also... Es gibt Vor- und Nachteile dafür. Ja, auf der einen Seite, ich respektiere Leute wie Yikarua, die über verschiedene Smash-Teile immer am blauen... Genau.